Ich zeige euch in diesem Video mein krankestes Icon-Team in FIFA 21. Ich persönlich würde die Mannschaft sowas von gerne haben. Alter Schwede, die ist so krass. Junge, lasst vorher gerne noch ein Like und ein Abo auf das Video, da würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das Team. Bam! Das ist die mega OP-ste Icon-Mannschaft in FIFA 21, meiner Meinung nach. Man kann ja noch ein paar Spieler austauschen und so. Ihr könnt mir dann später gerne unter die Kommentare schreiben, welche Spieler ihr vielleicht lieber in dieser Mannschaft haben würdet. Ich schätze mal, dass das Team etwa 100 Millionen Coins kosten wird. Es könnte auch sein, dass es noch teurer wird. Ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir fangen mal einfach mal mit den Torhütern an. Ich habe unten schon zwei Torhüter reingepackt. Einmal Van der Sar und einmal Yashin. Ich finde beide sehr, sehr krank. Ich persönlich finde von den Stats dieses Jahr ein Yashin natürlich deutlich stärker. Und ich würde natürlich auch einen Yashin reinpacken. Es ist der einzige Unterschied bei den beiden ist die Größe. Ein Yashin ist 1,89 Meter groß. Und jetzt muss ich mir nochmal aus dem Vollbildmodus rausgehen. Und ein Van der Sar ist von der Körpergröße bei 1,97. Also wer auf einen etwas größeren Keeper steht, würde ich auf jeden Fall Van der Sar reinpacken. Geht auf jeden Fall mega, mega in Ordnung. Also man kann sowohl als auch Yashin oder Van der Sar ins Tor packen. So, Verteidigungsspieler habe ich folgende im Sinn. Und zwar einmal hier Maldini. Italienischer Spieler, sehr, sehr, sehr kranke Stats, sehr guter Spieler. Wir gehen jetzt auch hier nochmal, dass ihr auf Icons, damit ihr auch nochmal die anderen Innenverteidigungs-Icons auch seht. So, Innenverteidiger. Und zwar habe ich hier als nächsten Verteidigungsspieler einen Desailly im Blick. Den würde ich auch reinpacken. Es gäbe hier noch ein paar andere sehr, sehr starke Verteidigungsspieler. Baresi. Nesta auch mit sehr stabilen Werten. Cannavaro sieht auch mega, mega OP aus. Aber ich würde Desailly reinpacken, weil mir gefällt dieser Spieler total gut. FIFA 20 war er auch mega, mega stark. Als rechter Verteidiger natürlich Capita. Zanetti sieht auch mega stark aus. Ein Lahm wäre mal auch mal sehr interessant, auch mal den zu spielen. Aber hier wollen wir eine High-End-Mannschaft bauen. Deswegen safe Capita. Da haben wir Carlos und Cole, die zwei. Im Vergleich, Carlos ist halt eher so ein kleinerer Spieler, aber ich würde einfach nur aus Prinzip Roberto Carlos in die Mannschaft packen, weil Roberto Carlos ist ein Roberto Carlos, Bruder. Deswegen Safe Call Roberto Carlos. Als nächsten Spieler, jetzt wird es nämlich richtig interessant, Mittelfeld und vorne in der Spitze. Und zwar haben wir hier... So, ein Vieira, Jungs. Einen 91er Vieira. Man könnte hier alternativ noch, ich zeig euch noch, wen man hier noch reinpacken könnte. Und zwar zum Beispiel diesen Spieler hier. Lothar Matthäus könnte man auch alternativ für Vieira reinpacken. Ihr könnt mir gerne unter die Kommentare schreiben, welchen ihr sogar lieber spielen würdet. Der Lothar, der hat sogar krankere Stats. Wenn man die so anschaut, schauen die Stats nochmal deutlich, deutlich besser aus. Aber ich würde lieber mit Vieira zocken. Dann gehen wir weiter mit, natürlich, er darf einfach im Team nicht fehlen. Das ist kein anderer wie Hullet. Der muss safe auch ins Team mit rein. Ich schätze mal, dass der wieder der teuerste Spieler sein wird mit 15 Millionen Coins. Wenn dann die Prime Moment kommt, wird er ein bisschen droppen. Aber der wird am Anfang auf jeden Fall wirklich sehr teuer sein. Also man kann sich den nicht leisten. Als normaler FIFA-Spieler habt ihr gar keine Chance, euch den am Anfang leisten zu können. Wobei wahrscheinlich viele, viele E-Sportler und so weiter, die sehr, sehr viel Geld auch in die FIFA-Points reincashen oder so, auch die werden sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, ein Hullet direkt von Beginn an spielen zu können. So, nächster Spieler, den ich jetzt hier auch mit reinpacken würde. Ich schreibe jetzt einfach mal hier rein, Eusebio. Ja, ich muss hier rein... hier eingeben, Eusebio. Und zwar mega, mega OP, Eusebio, einfach zu kranke Karte. Die muss man einfach auch mit drinnen haben. Im Sturm ist eh klar, absolute Spitzenreiter ist einfach Ronaldo. Ronaldo ist einfach ein Ronaldo und der gehört einfach in die teuerste Mannschaft in FIFA 21 rein, definitiv.
Auch hier ein Neuzugang in diesem Jahr, und zwar Eto'o. Ich denke, dass der in FIFA 21 auch, wir können nochmal seine Stats anschauen, auch mega, mega krank sein wird. Ich weiß jetzt leider nicht, was für Skillwerte er hat, aber ich denke mal, dass seine Skillwerte mindestens 4 Sterne, 4 Sterne sein werden. Und das wird auf jeden Fall auch eine mega, mega geisteskranke Karte. Und ich denke, dass ein Eto'o auch sehr, sehr teuer sein wird. Also wirklich richtig, richtig teuer. Und dann, jetzt muss ich mal nochmal auf meinen Spickzettel schauen, wen ich als letzten Spieler auch noch mit drinnen gehabt habe. Und zwar würde ich die natürlich hier so tauschen. Das gefällt mir so besser. Und hier habe ich noch als letzten Spieler einen Cruyff reingepackt, weil ich finde, Cruyff auch mit seinen Skillwerten, ich glaube, dass der 5 Sterne, 5 Sterne hat. Schaut euch das an, ist einfach zu krass. Seine Stats sprechen für sich. Einfach eine anders kranke, geisteskranke Karte. So, Jungs, so sieht auf jeden Fall ein Team aus, was ungefähr 100 Millionen Coins kosten wird. Ihr könnt ja gerne auch unter die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was dieses Team kosten wird. Ich schätze auf 100 Millionen, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist echt geisteskrank. Also, ich sag's euch, mein Ziel für FIFA 21 ist, so viele Coins zu ertraden, dass ich mir diese Mannschaft bauen kann. Also ein Full-Icon-Team wäre schon geisteskrank. Klar kommen dann Team of the Season Karten, Team of the Year Karten noch rein, wo man auch vielleicht eher noch welche spielen könnte oder spielen würde. Aber das ist wirklich High-End Non-Plus-Ultra. Das zu toppen, macht es mal. Schreibt mir gerne unter die Kommentare, welche Spieler ihr austauschen würdet. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und wie gefällt euch die Mannschaft? Schreibt das gerne rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne zum Abschluss nochmal ein Like und ein Abo auf das Video da. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Und ich bin somit raus. Haut rein, Jungs, und ciao.